Stürmisches Ahoi! Mein Name ist Easy Cheesy und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zu diesem ganz besonderen Video an einem ganz speziellen Tag. Denn, Freunde, heute ist es soweit und ihr seht es wahrscheinlich schon im Videotitel, worum es denn heute geht in diesem Video. Ja, Freunde, es ist soweit. Wir bringen bald unseren eigenen Merchandise raus, Freunde. Es gibt bald Easy Cheesy Merch. Seid ihr genauso excited wie ich darauf? Das wird der Hammer, Freunde. Das ist der allererste Merchandise, den ich mache, Freunde. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir machen nicht einfach nur so Merch. Nein, ich möchte, dass es was ganz Besonderes wird. Ein ganz besonderes Erlebnis für euch und für mich. Deswegen habe ich mir gedacht, Freunde, wir machen einen Contest darauf. Heißt also, wir haben zwar schon mega coole Designideen für die Shirts und so weiter, aber es ist noch nicht alles, was ich möchte, denn ich möchte euch mit einbeziehen. Ich möchte, dass wir das zusammen machen. Ihr habt nämlich jetzt die Möglichkeit, unten in der E-Mail-Adresse da, die ich euch einblende, unten seht ihr die E-Mail-Adresse, da könnt ihr nämlich jetzt ab sofort eure eigenen Designs für meinen Merchandise einschicken. Jeder hat also die Chance, ein eigenes Design zu zeichnen, was wir denn tatsächlich umsetzen werden, auf ein T-Shirt drucken werden und ihr habt dann die Chance, selbst bei mir mitzumischen und euer T-Shirt, das müsst ihr euch mal vorstellen, das kann in ganz Deutschland rumlaufen. Ihr könntet montags zur Schule kommen und auf einmal seht ihr Leute da mit eurem T-Shirt rumrennen. Wäre das nicht mega nice, Freunde? Ja, deswegen habt ihr die Möglichkeit, jetzt eure eigenen Designs für meinen Merchandise einzuschicken. Und zwar unter der E-Mail-Adresse, die unten eingeblendet ist, oder aber auch oben in der Videobeschreibung. Da findet ihr sie auch nochmal ganz in Ruhe. Da könnt ihr eure eigenen Designs einsenden und ich bin mega gespannt, was ihr da so macht. Zeit habt ihr bis zum 24.03., also exakt einen Monat Zeit habt ihr, um euer Design einzusenden. Ihr habt also massig viel Zeit, braucht euch überhaupt nicht ätzen, lasst euch Zeit einfach mit dem Design. Ich freue mich sowas von auf die Ergebnisse, wie das Ganze dann aussehen wird und ich hoffe, dass es mega cool wird, dass wir tolle Designs kriegen und uns dann wirklich aussuchen können, welches ist jetzt das Beste und welches kommt auf den Merchandise rauf, Freunde. Von daher vielen Dank schon mal an alle, die da mitmachen möchten bei diesem Contest sozusagen und ich wünsche euch da ganz, ganz viel Erfolg und wäre das nicht nice, wenn irgendjemand mal mit eurem T-Shirt rumläuft, das wäre doch ultra cool. Ich freue mich auf eure Einsendung und ich würde sagen, wir legen jetzt erstmal los mit dem heutigen Video. Wir haben nämlich vor einer ganzen Weile schon mal Illogical Minecraft gezockt Nummer 2. Und heute, Freunde, ist es soweit. Heute gibt es den dritten und somit auch finalen Teil von Illogical Minecraft. Und deswegen würde ich sagen, let's go. Oh. Was? Wir sind gestorben. Warum? Lol. Ich hab dich schon wieder erwischt, steht da. Ey, wieso sind wir gestorben? Damit geht's schon mal sehr gut los, Freunde. Denn Illogical Minecraft ist quasi eine unlogische Minecraft-Welt. Das heißt also, man muss immer genau das Gegenteil von dem tun, was man eigentlich tun sollte, um nämlich zu gewinnen. Also muss man eigentlich verlieren. Man muss also sterben, um zu leben und leben, um zu sterben. Und genau so läuft es hier auf dieser verrückten Map ab, Freunde. Deswegen, ich weiß nicht, ob wir diesen Knopf nochmal drücken sollten. Gibt's hier eine andere Möglichkeit zu starten? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Lesen wir einfach mal dieses Buch mit den Hinweisen. Hinweis für Level 1. Guck in dein Inventar, okay. Hier ist eine Gasträne, bei der steht, wirf mich nicht weg. Okay, das heißt, wir sollen sie wegwerfen. Und wir sind im Tutorial, nice. Okay, was passiert hier? Hallo, wo sind wir? Kann mir einer helfen? Da unten ist was. Okay, seht ihr das? Da unten? Da ist was. Ich glaube, wir können hier... Ah, kommen wir raus? Ey, ich sehe da doch was. Müssen wir da runter? Worum geht's jetzt hier? Hallo? Muss ich wieder in mein Inventar gucken? Sollen wir wieder... Oh Gott, da geht's runter! Okay, und wir sind gestorben. Okay, und wir sind gestorben und kommen deswegen weiter! Oha! Diese Welt ist doch wirklich verrückt und jetzt sind wir hier unten und müssen da hoch. Das heißt, wenn wir da hoch wollen, müssen wir theoretisch runter und dann kommen wir da vielleicht hoch. Nein, wir kommen da nicht hoch! Wieso kommen wir nicht hoch, wenn wir runtergehen? Hä? Wenn wir sneaken. Nein, wenn wir springen. Nein, wenn wir uns im Kreis drehen. Wenn wir uns die Zähne zeigen. Wie kommen wir denn? Wo müssen wir überhaupt hin? Müssen wir da runter oder müssen wir hoch? Freunde, wer weiß, wo wir jetzt hin sollen? Habt ihr eine Idee, wie das jetzt funktioniert? Wir gucken wieder in unser Inventar. Kann platziert werden auf Goldblock, okay.
Hallo? Springen! Wie geht's denn jetzt weiter, Freunde? Wie geht es denn jetzt weiter? Wir könnten nochmal runterfallen. Und das Bett wurde blockiert oder zerstört und wir sind wieder am Anfang gelandet. Oh nein! Oh nein! Und wir kommen. Kommen wir jetzt hier weiter? Und wir sind. Das war's mit uns. Thank you for playing my map. Was? Was? Das war's schon? Das war die komplette Map? Hä? Das ging doch gerade mal eine Minute oder sowas. Wir werfen die Gasträne wieder weg, sind im Tutorial angelangt. Hier ging es doch irgendwo raus, wenn ich mich richtig erinnere. Hier ging's raus, hier ging's raus. Hallo, wo ging's denn nach draußen? Hä? Hier war doch irgendwo ein Ausgang. Oder irre ich mich jetzt irgendwie komplett? Hier ging's doch nach draußen irgendwo. Und hier sind wir jetzt draußen, gehen sterben. Sind wieder auf dem Goldblock, haben ein Stück Erde. Das kann platziert werden auf Gold. Wir können es auch nirgends anders platzieren. Wir versuchen das gerade, okay. Das heißt, wir werden es hier drauf platzieren müssen. Gehen auf die Erde. Es ist kein... Wir können darauf nicht springen. Ach, das ist ein Knopf. Das ist ein Knopf. Freunde, ich dachte, das ist eine Insel. Ich dachte, das ist eine Insel, die so weit oben im Himmel ist. Oh mein Gott. Und wir sind weiter. Okay, ich nehme alles zurück. Das war ein bisschen okay. Wir sind im nächsten Level. Na, aua. Aua, was? Aua? Was tat mir das? Aua. Okay. Blaue Teppiche tun mir weh. Und andere Teppiche nicht. Okay, 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 okay. Das heißt, wir sollen uns jetzt hier rauf boosten, nehme ich an. Komm, los. Spring. Nein. Oh mein Gott. Wir kommen da nicht raus. Wir sollen da... Ich glaube... Ja, okay, okay, okay. Wir sind drauf. Wir sind drauf, Freunde. Sehr gut, okay. Nächster Sprung. Nice, haben wir auch geschafft. Okay. Und jetzt hier rauf. Und da ist der Knopf. Perfekt. Alright. Hallo, wo sind wir jetzt? Wo sind... Ah, okay. Wir sind gespawnt. Wir sind gespawnt. Sehr schön. In einem Haus. Und hier soll es wieder unlogisch sein. Das bedeutet, wir können hier rauf. Dann können wir das unter uns so machen. Dann können wir hier rauf. Dann können wir die ganzen Sachen zur Seite klappen. Hier hoch, da rauf springen. Hallo? Ich kann nicht hüpfen. Wir können nicht hüpfen, Freunde. Okay, das geht aber. Ah, hä? 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 Was war das? Wir können da nicht normal springen. Das kann doch nicht sein. Okay, wenn wir aber nach da gehen und... Okay, da können wir auch nicht hüpfen. Das können wir aufklappen. Hier kommen wir auch nicht hoch. Kommen wir hier hoch. Hier, wir kommen hier nicht. Wir können hier nicht springen. Wir können, Freunde, wir können hier nicht springen. Hier sind überall Blöcke über uns, so wie es aussieht. Okay, ist nicht weiter schlimm. Wir versuchen das Ganze einfach noch einmal. Da ist doch ein Knopf. Hä? War der da die ganze Zeit? Oh, wow. Oh, wow, wow, wow. Was für ein Knopf, Freunde. Was für ein Knopf. Der hat ja wirklich gebracht, den hier zu drücken. Okay, das geht, also wir gehen wieder hier lang, hier hoch, darauf, da lang. Und wenn wir jetzt hier, fallen wir nur runter, wenn wir da hinspringen, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber was, wenn wir seitlich vorbeispringen, geht es auch nicht. Wir sind gerade richtig runtergebackt oder sowas. Was war denn das gerade? Okay, wir sind drüben. Wie haben wir das denn gerade gemacht? Hört ihr das? Was war das? Okay, wir sind irgendwie rübergekommen. Wenn wir jetzt hier kommen, wir hier hoch. Nein, wir kommen hier nicht hoch. Wir können die Dinger umklappen. Wir können sie aber auch oben lassen. Was, wenn wir denn hier runtergehen? Okay. Okay, okay, okay. Da sind wir drauf. Jetzt hier hoch, hier lang. Und oh, komm schon. Oh Gott, wir sind oben. Wir sind oben. Wir sind oben. Wo geht es jetzt lang, Freunde? Da unten sind irgendwelche Blöcke. Wieder müssen wir da runter. Nein, hier ist etwas. Okay. Okay, die Redstone-Dinger schweben in der Luft. Können wir da mitschweben? Okay, okay, okay. Und wir haben es geschafft. Nice. Hello. Wo sind wir jetzt wieder? Im Himmel gelandet oder was? Okay. Nächstes Level, Freunde. Und da sehen wir schon einen Knopf. Und er ist es nicht. Und ist es dieser Knopf? Dieser Knopf? Nein, okay. Die Knöpfe sind nicht die Lösung des Ganzen. Aber was ist es dann? Wir sind hier in einer Art... Was ist das überhaupt? Eine Art Schneebiom mit einem Iglu und eine Art normales Biom. Hallo? Hä? Hä? Hört ihr das Geräusch? Ich will doch nur die Truhe öffnen. Und es macht voll komische Geräusche. Hier ist eine Redstone-Fackel. Was passiert denn hier? Was geht denn hier ab? Okay, wir schauen uns mal weiter um, wie wir jetzt hier, was wir hier machen sollen. Ich verstehe es nämlich gerade nicht ganz, was das hier soll. Okay, aber es ist ja auch das Illogical Minecraft, also unlogisch denken in Minecraft. Ist ja kein Wunder, dass wir hier nichts schnallen. Ich glaube, wir sind jetzt in Level 4. Kill that animal, was?
Wir sollen ein Tier töten, steht da. Wir sollen ein Tier töten. Wir töten doch keine Tiere. Was soll das denn? Und was für ein Tier überhaupt? Hier ist überhaupt kein Tier. Habt ihr irgendwo ein Tier gesehen? Hier ist eine Truhe. Da ist eine Schere. Kann abbauen, Teppich? Kann abbauen, Teppich? Okay, wir sollen mit der Schere Teppich abbauen. Ist hier irgendwo Teppich gewesen oder sowas? Okay, hier kann man Teppich abbauen. Und da geht es weiter. Und hier geht es nach unten. Okay, dann gehen wir jetzt nach unten und schauen mal, was hier ist. Und wir sind gestorben. Bra, was soll denn das? Hä, wieso sind wir da einfach gestorben? Lass uns doch mal runtergehen. Vielleicht ist das ja nur ein Bug gewesen. Vielleicht kommen wir ja hier an die Kiste. Und wir haben den Key erhalten. Und den Key, können wir den vielleicht für irgendwas benutzen? Wenn wir... wofür benutzen wir den Key, Freunde? Also, wenn man auf die Druckplatte geht, stirbt man, okay? Kein Problem, wir haben jetzt einen Key erhalten. Ich weiß wirklich nicht, können wir den vielleicht hier benutzen? Und wir haben Fisch. Und wir haben Fisch. Wieso haben wir Fisch? Was sollen wir mit Fisch? Ich habe hier eine Ahnung, was wir jetzt gerade tun sollen, hier um diese Map zu schaffen. Ich habe nämlich keine, Freunde. Ich weiß es nämlich gerade wirklich nicht, was wir jetzt mit Fisch machen sollen. Sollen wir den irgendwie rumwerfen oder sowas? Hallo? Hallo? Was überhaupt für ein Animal? Da die Map an der Stelle leider gerade wieder einen Bug hat, Freunde, haben wir dieses Level einfach mal übersprungen und sind jetzt im nächsten Level. Da normalerweise, ich habe ein paar Walkthroughs gerade angesehen von diesem Level eben. Und normalerweise wäre das alles ein bisschen anders gewesen, aber war es leider nicht. Von daher mussten wir überspringen. Okay, wir werden jetzt weiterhin versuchen, hier weiterzukommen. Okay, da kommt man scheinbar nicht. Ich weiß nicht, das ist ein sehr weiter Sprung bis da hinten. Wir können natürlich auch mal woanders lang. Hier ist ein Schild. Try to die. Echt? Wir sollen versuchen zu sterben. Sicher? Bist du dir ganz sicher? Level 5, mal gucken. You need to die in a way. Wir sollen also sterben gehen. Kein Problem. Wir gehen natürlich gerne einmal sterben, wenn das jetzt unser Ziel ist von diesem Level. Okay, lasst uns nach oben und wir springen nach unten. Und wieder und wieder und wieder und wieder, bis es uns leider irgendwann nicht mehr gibt. Okay, wie oft müssen wir das noch machen? Ich glaube nur noch 3 Mal oder sowas. Okay, nächster Versuch. Noch 3 Herzen, Freunde. Wir brauchen noch einen Sprung und dann noch einen. Okay, 1 Herz, Freunde. 1 Herz und dann haben wir es endlich geschafft. Und wir sind tot. Ja. Und wir sind im nächsten Level. Nice. Okay, wenn wir jetzt diesen Knopf drücken. Das macht mir gerade ernsthafte Sorgen, was passiert, wenn wir jetzt diesen Knopf drücken. Weil hier sind einfach eine Wasserwand und eine Lavawand und ein Knopf. Und wir haben, glaube ich, keine andere Möglichkeit, als diesen Knopf zu drücken. Ich habe aber Angst, dass dann hier alles über mich errollt oder so. Okay, 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 okay. Eine Enderperle? Wir haben eine Enderperle bekommen? Okay. Kriegen wir noch was? Wir haben 2 Enderperlen bekommen. Wir haben 3 Enderperlen. Okay. Wir werden diesen Knopf jetzt einfach drücken, bis irgendwann mal keine Enderperle mehr rauskommt. Vielleicht sollen wir durch das Wasser gehen. Wenn wir so uns werfen. Und wir sind hinter dem Wasser. Und du brauchst 2 Sticks genau hier. 2 Sticks. Wo kriegen wir die denn her? Das heißt, wir müssen wahrscheinlich wieder zurück und dann durch die Lava durch. Okay. Und jetzt sind wir hier hinter. Hier ist ein Stock. Okay. Wir brauchen aber 2. Was passiert, wenn wir hier lang gehen? Okay, hier passiert erstmal nichts. Okay. Zweiter Stock ist da leider nicht. Oh mein Gott. Okay, das war ein bisschen doof. Okay, Freunde. Wir sollen jetzt durch die Lava zurückwerfen, aber ich weiß nicht, wie das gehen soll, ohne zu sterben. Weil wir ja genauso gut die Stufen treffen können. Okay, wir haben es geschafft. Sehr nice. Und der zweite Stick, wo ist der? Haben wir den irgendwo im Inventar? Nee, haben wir nicht im Inventar. Wahrscheinlich müssen wir einfach nur noch mehr Enderperlen rausholen, sodass der irgendwann mal einen Stick droppt oder sowas. Und es kommt kein Stick, Freunde. Wir werden es erstmal mit dem einen versuchen. Vielleicht können wir ja den einen Stick hier rauf machen. You need 2 Sticks. Du brauchst hier genau 2 Sticks. Was brauchen wir denn? Wozu sollen wir denn 2 Sticks dahin machen? Ich kann damit schlagen. Vielleicht das abbauen und wir haben es geschafft. Okay, es war doch nur der eine Stick. Wir brauchten gar nicht so viel. Ein anderes Enderperlen-Level. Dieses Mal musst du glitschen. Okay. Wir haben aber... Ach doch, wir haben Enderperlen. Wir haben Enderperlen, Freunde. Okay, okay, okay. Wollen wir das mal drücken? Und wir haben noch mehr Enderperlen bekommen. Und wir kriegen noch mehr Enderperlen. Oh mein Gott, jetzt kriegen wir sogar mehrere auf einmal. Nice. Das ist ja, das geht ja sogar noch viel schneller. Okay. Glitschen sollen wir. Wie sollen wir denn da reinglitschen? Können wir uns da durchglitschen oder sowas? Ey, lass mich da durch. Wir kommen da nicht durch. Was sollen wir denn jetzt machen? Hä? Habt ihr sowas schon mal versucht? Habt ihr schon mal versucht, irgendwo durchzuglitschen euch oder sowas?
Okay, vielleicht haben wir auch irgendwas im Inventar, was uns helfen kann. Nein, haben wir nicht. Wir gucken mal rein in Level Nummer 7, das vorletzte Level. Wirf die Perle auf die Seite von dem Glas und danach durch diese Half-Steps und letztendlich auf den oberen Teil der oberen Stufe, auf den unteren Teil der oberen Stufe. Okay. Wir sollen am Rand von dem Glas die Enderperle werfen? An welchem Rand denn? Hier am Rand? Vielleicht ist auch das Glas hier oben gemeint einfach. Wenn wir uns hier so rausbacken können, können wir... Jetzt waren wir oben. Hä? Jetzt haben wir gerade da oben gestanden. Ey! Okay, nein, nein, nein. Das geht auch scheinbar nicht an die Seite des Glases. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Seite gemeint ist. Ob jetzt hier die Seite gemeint ist oder ob jetzt hier die Seite gemeint ist. Wir können es auch mal hier versuchen. Können wir hier irgendwie durch? Weil da können wir uns auch reinbacken. Okay, sehr, sehr gut. Aber das hilft uns doch nicht wirklich weiter, wenn wir jetzt... Ja, wir haben es geschafft, als ob. Als ob. Okay, Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind unten sehr, sehr gut. Und jetzt sollen wir diesen Knopf drücken und wir kriegen noch mehr Enderperlen. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm, gib mir viele Enderperlen. Bitte, bitte, bitte. Ich nehme alle Enderperlen, die ich kriegen kann. Denn wir brauchen auch welche. Jetzt sollen wir, warte mal. Jetzt Level 7, der nächste Hint. Zwischen die Stufen und dann am Ende, am unteren Teil der oberen Stufe. Gehen wir erstmal hier hin. Und jetzt am unteren Teil der oberen Stufe. Und jetzt sind wir oben und wir haben es geschafft. Als ob das geht. Nice. Dieses Level ist nicht buggy, steht da jetzt. Okay. Das heißt, wir sollen einen Jump Run schaffen, oder was? Wir haben einen, was? Ausrufezeichen, Ad-Zeichen, Hashtag. Was bringt uns das? Okay, keine Ahnung. Eine Angel haben wir bekommen und ein paar Stöcke. Okay. Nehmen wir natürlich alles sehr, sehr gerne mit. Im Ofen ist nichts mehr. Den Shrub können wir natürlich auch mitnehmen. Hier ist auch nichts mehr. Da unten ist nichts. Wir können die Rüstung anziehen. Sollen wir die Rüstung anziehen? Wir ziehen uns mal ein bisschen was an Rüstung an hier. Das sieht gut aus und hilft uns. Wir können natürlich auch einen Zombie-Kopf aufsetzen, aber das machen wir jetzt nicht. Wir versuchen es einfach hiermit. Wir versuchen das mal hier hochzuspringen, ob das jetzt irgendwas bringt. Ich meine, es ist illogical Minecraft. Vielleicht müssen wir auch einfach wieder sterben gehen. Aber das scheint uns gerade nicht weitergebracht zu haben. Von daher sterben wahrscheinlich keine Option. Wir gehen also hier wieder nach oben. Versuchen dieses Jump Run dieses Mal eventuell zu schaffen. Wie weit ist es noch? Da oben ist das Ziel bereits. Das heißt, hier nach oben und hier ist wieder nichts. Okay, damit können wir das eröffnen. Kann abbauen. Missingo. Was ist denn Missingo? Kann Missingo abbauen. Was ist denn Missingo? Hä? Was ist Missingo? Vielleicht die Goldplatte? Vielleicht ist es die Goldplatte? Vielleicht sollen wir die abbauen. Ah, lass mich da... Und die ist es leider nicht. Irgendwas anderes. Hier ist eine Leiter. Warum ist da eine Leiter? Kommen wir da irgendwo runter? Nein, da kommen wir nicht runter. Das scheint auch nicht zu funktionieren. Zumindest passiert hier gerade gar nichts. Was sollen wir tun, Freunde? Was sollen wir tun? Okay, lasst uns nochmal runtergehen. Ich glaube, die Rüstung, die können wir wieder ausziehen. Die brauchen wir ja scheinbar doch nicht so. Aber wir können gleich mal in unser Buch reingucken, okay? Level Nummer 8. Ich wusste, dass du einen Hinweis brauchen würdest. Gib Game Mode 1 ein. Ernsthaft? Game? Warte, Game Mode 1? Und wir haben es geschafft. Oh mein Gott, als ob wir einfach Game Mode 1 eingeben mussten. Alles klar, Freunde. Okay, das war's mit dieser wunderschönen, verrückten und irren und total komischen Welt von Illogical Minecraft 3, der letzten Illogical Map. Denkt dran, Freunde, schickt auf jeden Fall, wir sind da schon wieder rübergerannt, schickt mir auf jeden Fall unter der E-Mail-Adresse, die ihr ganz oben in der Videobeschreibung findet, eure Design-Ideen ein. Wie gesagt, wir setzen das dann um, die beste Design-Idee gewinnt und wird dann auf einem T-Shirt veröffentlicht. Freunde, ich freue mich sehr darauf. Ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen im nächsten Video. Dann seht ihr wieder Minecraft Maus. Bis dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta!